Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Guten Morgen um 6:30 am 17. März. Ja, manchmal ist es gar nicht so gut, wenn man alles mitkriegt, was Johannes in seinem Homeoffice so macht. Es ist St. Patrick's Day für alle Iren, ne? Ja. Liebe Grüße an unter anderem Ray Garvey, der war ja hier beim Promi-Takeover. Johannes, du kennst dich auch gut aus in dem Bereich, gell? Ach, St. Patrick's Day. Sensationell. Ray, hier, alter Freund, alter Irischer. Was wird heute zum Frühstück getrunken, hä? Applewein oder Guinness? Ah, oh, Guinness, 100%. Applewein ist nichts mein. Applewein geht sofort ins Kopf und Guinness ist eher so, eine Zeit lang kannst du ein Guinness trinken, dann ganz viele Gespräche, bist bei dir und dann irgendwann ist Tschüss. Ja. Ja. Irgendwann ist Tschüss. Irgendwann für Ray. Irgendwann ist Tschüss. Aber ja, und für Apfelwein ist für ihn so ein bisschen das AstraZeneca unter den alkoholischen Getränken, ja, wahrscheinlich. Hab ich das Gefühl. FFH, das Wetter. Das Ganze ist heute ziemlich wechselhaft und auch ziemlich unterkühlt. Schon jetzt haben wir stellenweise Frost, beispielsweise in der Rhön und im Vogelsberg bis -2, -3 Grad. Und maximal kriegen wir auch heute nur 2 bis 8 Grad plus. Also Mitte März, aber trotzdem sehr kalt. Wir haben halt immer noch Winter auf dem Kalender und das merken wir auch daran, dass vor allem in Mittelhessen, in Südhessen, auch im Rhein-Main-Gebiet teilweise jetzt am Vormittag so ein Gemisch aus Regen und Schnee fällt. Schnee vor allem in den höheren Lagen und da kann es durchaus mal etwas glatt werden auf der Straße. Also, es wird heute Vormittag also ziemlich unterkühlt und auch ziemlich nass sein, aber später am Nachmittag, da macht sich das Wetter noch zumindest ein bisschen, denn zwischen den ganzen Regen- und Schneewolken kommt vereinzelt auch mal die Sonne vorbei. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Hessen! Sie machen unser Leben bunter und auch ein bisschen verrückter und diese Woche feiern wir sie. Hitradio FFH, Hessens Insta-Helden. Ja, schauen Sie mal unseren Insta-Helden zu, wie sie Fotos machen vom Ausbau ihres VW Bulli, wie sie Skulpturen schaffen mit der Kettensäge oder wie sie Jodelkurse geben oder deiner deutschen Dogge Ella, die du besucht hast. Und das kann man dann alles digital sehen, die laden das alles hoch. Einfach mal reinklicken bei uns in Web und App. Auf ffh.de gibt es schon eine anständige Sammlung und da ist auch Thomas Panke aus Dribdebach aus Sachsenhausen dabei. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, grüßt euch. Mosche, du nennst dich ja in den sozialen Medien Held der Steine. Du baust mit Lego und anderen Bausteinen und filmst dich dabei. 130.000 Menschen folgen dir auf Instagram. 670.000 Abos hast du auf YouTube, also das ist richtig viel. Sogar Kai Pflaume hat mit dir schon Lego gespielt. Thomas, was ist so das Coolste, was du bisher gemacht, also gebaut hast? Der schönste, ich denke, das abwechslungsreichste ist die Ninjago City, würde ich sagen, aus dem klassischen Lego-Sortiment. Von Ninjago, gell? Okay. Von Ninjago, genau. Das ist ein Wahnsinns-Set. Und sag mal, wie kommen jetzt Lego-Steine und Kai Pflaume zusammen? Das würde ich gerne wissen. Es ist ja eine recht beliebte Sache, dass sich YouTuber treffen, wenn sie einfach große Reichweiten haben, die sich möglicherweise auch nicht komplett überschneiden. Ja. Und es ist einfach, sein Konzept ist, dass er reichweitenstarke Leute begleitet. Und wir haben uns sehr gut verstanden, als wir einfach mal miteinander telefoniert haben, haben gedacht, dann verbringen wir doch einen Tag zusammen. Jetzt hast du ja altersmäßig die 4 noch vorne, also spielst seit 4 Jahrzehnten mit Bausteinen. Wie lange willst du das noch machen? Also ich merke, je älter ich werde, desto mehr Freude bringt mir. Ich hatte dazwischen ja 20 Jahre, in denen ich nichts mit Steinen zu tun hatte. Und jetzt geht's ja in diese Entspannungsschiene, den Kopf klar kriegen, ein bisschen Stress abbauen. Das ist zum Bauen super. Und danach kommt ja das, was ich auch immer in Kontakt hatte, dass eher Alterseinrichtungen nochmal sich bei mir melden, wegen der Steigerung der motorischen Fähigkeiten und all solchen Sachen. Mhm. Also das ist schon, ich glaube, das Thema wird mich noch ein paar Jahrzehnte begleiten. Wichtige letzte Frage noch. Wie vermeide ich beim Staubsaugen, dass Steine durch Saugstauberrohr verschwinden? Also ich mache das tatsächlich extra. Ich habe so einen Beutellosen mit so einem durchsichtigen Ding und ich sauge meine Legosteine, die auf dem Boden liegen, weil das in der Werkstatt häufig vorkommt, absichtlich auf. Funktioniert einwandfrei. Hervorragend. Das war noch ein schöner Lifehack hinten drauf. Dankeschön, Thomas. Und morgen klären wir dann, warum Julia Nestle immer Saugstauber statt Staubsauger sagt.
Ja, gerne. Guten Morgen, Hessen. Und es lässt mir keine Ruhe. Also ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt gemerkt haben gerade. Mein Highlight des Morgens steht jetzt schon fest. Julia Nestle und ihr Saugstauber. Ich dachte erst, es ist Absicht, es ist ein Gag. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, die meint das ernst. Es ist ein wirklich herrlicher Versprecher. Gerade eben beim Interview mit unserem Insta-Helden und den Legosteinen. Ich mache es tatsächlich schon mein ganzes Leben lang falsch. Und mir fällt es halt auch einfach nicht auf. Ist bei mir der Saugstauber fertig, ja? Ich bin aber nicht alleine mit sowas, dass einfach so im Kopf die Synapsen falsch verknüpft sind. Unsere liebe Kollegin Eva-Maria Lauber aus unserem Studio Fulda in Osthessen hat schon direkt Mitleid mit mir gehabt und hat gesagt, hier, ich kann das hier nicht aussprechen. Oh, bei mir ist es Authentizität. Das ist ganz schlimm. Wenn ich das so spontan aussprechen soll, da kommt da immer Authentizität. Authentizität. Ja, das ist aber auch ein schweres Wort. Das kann ich wiederum nachvollziehen. Ja, aber es gibt ja tatsächlich so, ich meine, Staubsauger ist jetzt kein wahnsinnig kompliziertes Fremdwort. Es gibt tatsächlich Leute, die stolpern über einfache Worte immer wieder. Die kriegen es nicht raus. Ich kannte mal jemanden, der konnte Augsburg nicht sagen. Der hat immer Augsburg, der konnte ums Verrecken nicht Augsburg sagen. Haben Sie das auch? 069 19 72 5 oder kennen Sie jemanden, der es hat? Ihr Mann, Ihre Frau, was weiß ich. Schicken Sie gerne auch eine Sprachnachricht oder so, wenn Sie nach unseren liebevollen Sprachfehlermachern sagen wollen, jawohl, ich habe auch ein Wort, das ich ums Verrecken nicht aussprechen kann. Ich wette, ganz viele Hessen haben auch so ein Ding, Regisseur zum Beispiel. Ja? Genau. Dass sie Regisseur, was sie nicht richtig aussprechen können. Ich bin gespannt. So, Butter bei die Fische. 6:06. Guten Morgen, Hessen. Haben Sie schon mal Ihre Pinzette mit dem Saugstauber eingesaugt und dann mit der Serviette versucht, das Chaos zu beseitigen? Es gibt so herrlich viele Wörter, die manche von uns einfach nicht richtig aussprechen können. Ich habe immer meine Probleme, wenn ich die Nachrichten ansagen muss, mit das Wichtigste aus Hessen. Jetzt, wo ich mich konzentriere. Aber das klingt oft so vernuschelt, als wäre ich betrunken. Manchmal bin ich es natürlich auch. Natürlich. Julia, du hast vorhin aus Versehen vorgelegt mit dem Saugstauberrohr. Ja, und seitdem melden Sie sich zum Glück per Sprachnachricht an 069 19 72 5 und sagen, Julia, ist nicht so schlimm. Du bist nicht alleine. Sophia aus Rüsselsheim zum Beispiel. Was kommt bei dir immer falsch raus? Ja, also mir passiert es oft, dass ich nicht am Anfang sage, sondern ziemlich schnell spreche und dann am Anfang sage, also mit M dann. Ah, mit M, ja. Am Anfang. Und es kam direkt die nächste Meldung rein von Kevin Gils aus Pfungstadt. Mit dem muss es im Erdkundeunterricht immer ziemlich lustig gewesen sein. Mosche? Moin, FFH. Also bei mir ist es immer ganz schlimm gewesen, die Staplergabel in irgendeinem Kontext, in einem Satz ad hoc zu erwähnen. Da kommt immer Gablerstapel oder sowas raus. Und, das haben aber wahrscheinlich viele, ich kann Mrs. Sausage nicht aussprechen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hallo, schönen Morgen. Ja, gut, danke, Kevin. Mrs. Sausage. Gut, wenn du es einmal richtig aussprichst, wirst du es auch nie wieder aussprechen, weil du froh warst, dass du es einmal hingekriegt hast. Also bin ich doch an dieser Stelle einfach froh, dass ich nicht alleine bin mit dem Saugstauber. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ist auch gerade bei, ich meine, Massachusetts, das ist ein englisches Wort, aber manchmal denkt man ja, es ist ein englisches Wort und es ist gar keins. Ich war neulich im Supermarkt und stehe vor so einem Konservenglas und da war Brethering drin. Ja. Und ich dachte, Brethering. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, oh scheiße, es ist Brathering. Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Baumkuchen? Ist das eine Aktion für Stammkunden? Am Sonntag ist Tag des Waldes. Wald oder wie man in Hessen sagt, autobahngeeignete Einöde mit Rodungspotenzial. Wenn du den Dannenröder Forst meinst, so viele Äste können sich die A49-Befürworter gar nicht lachen, wie wir wegen dem Klimawandel in Zukunft brauchen werden. Ja, das macht sogar mich stockbetroffen. Ja. Einmal die 4 und ein Duftbäumchen. Momentchen mal bitte. Stefan, zugegeben, wir Autofahrer müssten ja bei Fotos vom Dannenröder Forst den gefällt mir-Button drücken. Jetzt bist du aber wieder Förster von Dannenrot. Wie denn? Schonungslos. Nicht lustig. Ist ja gut. Also knapp 99% der Bäume im Frankfurter Stadtwald sind übrigens krank.
Knapp 76% gelten sogar als mittelstark bis sehr stark geschädigt. Stefan, apropos Wald sterben, du bist ja obenrum auch ganz schön kahl. Hauptsache, du kennst den Unterschied zwischen einem Baum und dir. Nee. Beim Baum find ich's schade, wenn er geschlagen wird. 856 Euro, sammeln Sie neue Blattpunkte, haben Sie eine Krombacher Card oder sind Sie im Mark auf Forster Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Wir haben einen Hilferuf bekommen von einer Mama und ich glaube, so geht es gerade ganz vielen Eltern. Die Kinder können keinen Geburtstag feiern, keine Party mit Freunden, mit Family, ja, mit allem Gedöns und so weiter. Aber Silvia Starnke aus Oberursel möchte, dass ihre Tochter, die Shanice, trotzdem ein Highlight erlebt heute. 18 Jahre jung wird sie heute und die Mama hat uns gebeten, ruft sie an und überrascht sie. Und genau das haben wir vor wenigen Minuten gemacht. Hallo? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Shanice. Happy Birthday to you. Volljährig! Hier ist FFH. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Oh Gott. Ja, du darfst ab heute alleine Auto fahren. Ja, du darfst Lotto spielen. Ja. Du kannst jetzt übrigens auch staatlich anerkannte Reitlehrerin werden oder ein Testament aufsetzen. Wahnsinn. Wie sehr haben wir dich denn jetzt überrascht? Hast du noch gepennt? Nee, ich habe gerade Geschenke noch ausgepackt und jetzt kommt gerade der Anruf. Ja. Ich bin echt überrascht, also wirklich. Ja, deine Mama hat uns geschrieben und hat gesagt, oh, es ist alles so kacke für euch. Also nicht nur für dich, sondern ja für alle in deinem Alter, ne? Auch was Abi angeht und keine Feier und kein 18. Geburtstag. Und hat deshalb gesagt, oh, es wäre so schön, wenn Johannes Scherer und Julia Nestle von FFH anrufen würden und einfach sagen würden, Happy Birthday und wir wünschen dir einen tollen Tag. Und hier sind wir. Wenn wir schon anrufen müssen, um deinen 18. Geburtstag zu retten, dann muss das Leben sehr traurig sein im Moment, haben wir uns gedacht. Aber was machst du denn jetzt stattdessen? Also ich werde mich heute mit zwei Freunden noch treffen, aber sonst werde ich das alles versetzt eigentlich machen, weil ich kann ja nichts Großes feiern. Ja, aber weißt du, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil meine Erinnerungen an meinen 18. Geburtstag sind gar nicht so schön im Nachhinein. Immerhin hast du noch welche, ja. Ja, das stimmt. Hab einen tollen 18. Geburtstag, willkommen im Erwachsenenleben. Dankeschön. Mach's gut, liebe Shanice, und grüß deine Mama ganz lieb von uns. Mach ich. Dankeschön, tschüss. Ciao. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.